Weiter geht's mit Dark Souls 3, Ashes of Ariandel. Kleine Probleme im Stream eben. Sorry, dass ich das nicht sofort gemerkt habe. Und ich bin, was sie ganz gerne in dem DLC machen, wo eingebrochen, also nicht eingebrochen im Sinne von Einbrecher, sondern eingebrochen, wie wo reingefallen. Das muss ich mal genau finden, wo das war. Und in so eine fiese Murder Pit mit Gegnern und dann Explosionen gefallen und war dann tot. Ich muss das dann wieder finden, wie ich da hinkomme. Ich habe auch noch eine Abkürzung freigeschaltet. Das ist ganz gut, dass ich das vorher noch geschafft habe, bevor ich gestorben bin. Ah! Kommst du denn her? Oh, Anhängerrüstung haben die auch mal. Nicht, dass ich die haben wollen würde. So schick ist die jetzt nicht. Komme ich denn da oben? Von hier aus auf die Brücke? Eher nicht. Müssen wir da links lang gehen. Ich habe so einen Baum gefällt, hieß das in dem Fall sogar. So einen Baum umgeschmissen. Und damit eine Abkürzung freigeschaltet, muss ich nur gerade gucken, wo das lang ging. Der war das nämlich nicht. Abkürzung sollte ja eigentlich auch in der Nähe sein. Dass wenn ich jetzt 10 Kilometer laufen muss, wäre ja irgendwie hilfreich, ne? Autsch, Alter! Und weil ich jetzt da so blöd gestorben bin, weiß ich nicht genau, wo die Abkürzung war. Weil ich dann auch so, wie gesagt, da irgendwo reingefallen bin. Muss ich das mal wieder finden. Das hat auch so ein bisschen die ganze Zeit rechts, links da noch einen Trank. Da ist, da ist der. Nein! Und das war diese Stelle. Da bin ich nicht ganz nach unten gefallen, immerhin. Okay, jetzt hat er mich hinterher durchgeprügelt. So. Und jetzt wird mir ganz hier noch beschossen von Explosivpfeilen. Und von mehreren auch immer. Hat jetzt auch noch mehrere Leute hier am Sack. Da hinten ist auch noch einer. Da sieht man jetzt immer so Salven. Ups, weg hier. Also. Ja, sehr schön. Wenn da ein Angriff mit so einer Salve zusammenkommt, dann hast du auch mal das Große losgezogen. Dann sitzt man noch kurz auf dem Boden, aber wenn man auch gerade mit dem beschäftigt ist und jetzt denkt so. Au! Au! Das kommt ja auch noch. Da hinten liegen erstmal meine Seelen, das sind gar nicht so wenige. 200 irgendwas 1000, nehmen wir doch mal mit. 180.000 nur. Jetzt können wir erstmal den Spinner hier. Au, können wir doch nicht. Und tot. Ja. Ich will eigentlich gar nicht darunter fallen. Mache ich trotzdem, okay. Diese mit ihren Explosivpfeilen. Vielleicht kann ich hier von oben wegschießen. Jetzt habe ich, weiß ich immerhin ungefähr, bin jetzt eben auch so ein bisschen hin und her geirrt, wo ich hin will. Also hier hoch. Vielleicht kann ich hier mit dem Pfeil und Bogen, aber mit Pfeil und Bogen dauert das ungefähr 1000 Jahre. Ich will die eigentlich ein bisschen ignorieren. Ich habe Bock, gegen die alle zu kämpfen jetzt. Ehrlich gesagt. Bin ich schon wieder irgendwie anders lang gegangen, als ich eigentlich wollte. Ich wollte doch an dieser Glocke vorbei. Wo ist denn die blöde Glocke? Bin ich jetzt weit unten? Da ist die Glocke, okay, doch. Passt. Okay, hier. Und hier bricht man dann ein. Hier vorne. Vielleicht kann ich mir erstmal die mich hier verfolgen, jetzt ausschalten. Den zum Beispiel. Danke. Dann ihn. Und ihn hier auch noch, wenn ich den gerade so sitzen sehe. Der gerade Mittagspause macht, der geht eh schon wieder zurück. Okay, wenn ich jetzt hier vorne auf diese Eisspitze gehe, dann breche ich da ein. Wer schießt denn da auf mich? Einer von da oben von denen, ne? Oder? Will ich überhaupt da runter? Da liegen jetzt 180.000 Seelen, von daher will ich da schon runter.
Kann ich auch ein bisschen gechillt darunter. Das ist überall so scheiße. Ich glaube, da hätte ich noch weniger Schaden, wenn ich darüber gehe. Na komm. Okay, wo liegt mein Scheiß? Da. Ich glaube, ich habe jetzt gerade auch wieder zwei von den Typen angelockt. Oder? Ne, geht gerade. Also machen wir das mal möglichst schnell. Da kommt schon wieder ein Pfeil. Weg hier. Man sieht das am Boden schon ganz gut, wenn der was explodiert demnächst. Alter, das ist gleich so eine ganze Explosion, die da durchgeht. Und weg hier. Das ist... zwei. Moin. Warum auch nicht? Und Explosionen. Passt schon, Jungs. Das ist echt okay. Ach, der macht das da hinten. Mit seinem Kriegshammer. Du bist das. Du bist das, ja? Autsch. Autsch, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Darf ich mal kurz? Dürfte ich mal kurz? Ja, nicht zu dem. Dann bleiben wir doch in der Höhle. Man hat auch... Na, hier explodiert gleich alles. Das staggert einen auch ein bisschen, was nicht so praktisch ist. Nein, in der Höhle ist es gar nicht gut zu kämpfen. Einen noch. Oh, okay, wenn der weg ist. Danke. Ich glaube, ich habe auch die Waffe jetzt von ihm. Meine Herren. Was für ein Nervenarsch. Okay. Also, wir gucken mal kurz die Waffe an. Erdensucher. Das wird die schon sein. Das ist eine Zweihand-Axt, würde ich mal fast von ausgehen. Da, Erdensucher. Diese große zweischneidige Bronzeaxt wird als Zeremonienwaffe in heiligen Riten eingesetzt. In Mühlenforst herrschte heidnische Erdverehrung und Ritterkommandanten dienten als Hohepriester. Fertigkeit irdener Zorn stößt die Waffe mit einem Gebet in die Erde und löst heftige Beben aus. Das habe ich gesehen. Gut, dass wir den erstmal losziehen, dann wird es hier ein bisschen entspannter alles. Genau du. Hier habe ich geredet. Engen Gebiet etwas unpraktisch manchmal. So, danke. Und jetzt der letzte von den Hanseln noch. Hau zu früh ausgewichen. Jetzt wäre so verzögerter Schlag, wir müssen aufpassen. Oho.
wegspringen von so einer Attacke. Danke. Wenn die alle auf einmal kommen und nicht ganz halt die Erde um einen herum explodiert, ist das alles etwas entspannter. Alter, wie viel Seelen man hier schon wieder bekommt. Ah, hier bin ich jetzt. Okay. Verstehe, verstehe. Reisen wir mal kurz zum Läufer der letzten Rast, dann spare ich mir das bisschen. Bin wieder aufgeladen und gehe dann jetzt den Weg. Handschuhe des Meisters. So, irgendwie sitzt das Mikro ein bisschen komisch heute. Wenn irgendwas komisch klingt oder auch mal komische Geräusche macht, müsst ihr das sagen. Ich habe das Mikro ein bisschen anders aufgesetzt, weil ich jetzt andersrum vor dem Fernseher sitze. Das klingt ein bisschen komisch. Aber ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, deswegen habe ich das anders gemacht. Wenn irgendwas komisch ist, müsst ihr Bescheid sagen, dann muss ich das vielleicht anders mit dem Mikro regeln, wenn es da Störgeräusche gibt oder so. Jetzt muss ich da oben an der Kirchenglocke vorbei und dann aber nicht links lang, wo das da mal einbricht. Weil das ist offensichtlich nicht so hilfreich. Da ist die Kirchenglocke, genau. Dann an dem vorbei. Dann hauen wir das schnell um. Dann verfolgt er einen nicht. Jetzt nehme ich mal den kurz mit, der hier sitzt. So. Jetzt muss ich gucken, wie ich zu der Abkürzung komme. Also hier lang. Nicht, muss irgendwie rechts lang. Ups. Hallo. Was bist du denn drauf? Wie komme ich denn da am besten hin? Also, um euch das zu zeigen, die Abkürzung habe ich vorhin freigeschaltet mit diesem Baum, der da liegt. Also, ich muss da irgendwo rüber. Also, auf die Seite. Wie komme ich denn auf die Seite? Ah, hier lang ist das genau. Ah, okay. Nein. Hier hoch. Genau. Ah, sehr schön. Dann haben wir auf der Seite auch alles gemacht. Und können jetzt hier rein. Bin vorhin von der Seite gekommen. Hier oben habe den Baum umgeschmissen. Dann kommt man da zurück. Und das hier drin habe ich noch nicht gemacht. Das können wir jetzt endlich angehen. Hervorragend. Sieht schon wieder einladend aus hier. Eklige Wespenviecher, die sind aber mit roten Augen. Jetzt fliegen die auch. Ist das eklig. Angerotzt. Ich brauche wieder eine Dings wahrscheinlich, eine Fackel. Jetzt kämpfe ich gerade dagegen. Okay, hat schon aufgehört. Ah, Blutverlust, ich wusste es. Ah, ich muss die loswerden. Fackel, irgendeine Fackel, irgendeine Fackel. Danke. Was? Egal. Ah! Wieso habe ich so schnell so viel... Ey, fuck you. Wieso ich doch vorher nochmal heilen sollen. Bin ich immer zu gierig. So, nee, ich heile mich jetzt nicht. Der gute Heiltrank. Der ist lecker. Den brauche ich noch. Was ist jetzt, wenn ich den einfach so wegsaufe? Das geht ja wohl nicht. Habe ich jetzt die Fackel in der Hand?
Wie viel Belastung habe ich? 70,5 natürlich. Ja, weg mit dem blöden Bogen. Natürlich. Autsch, ach komm. Will man die leben lassen, weil man ein netter Mensch ist? Und es, wie wird es einem gedankt? Gar nicht. Kein bisschen. Und wenn ich einmal jetzt genau weiß, geht das sehr schnell. Das sollte ich aber nicht runterfallen, das wäre ein bisschen peinlich. Ekelwespen zerhauen. Sollte ich vielleicht auch treffen. Ekelwespen. Ekelig hoch 1000. Widerlichsten Gegner auf jeden Fall, mit Abstand. Aber nicht alle die roten Augen. Ah! Das war so klar. Da einen Scheiß versuchen. Wenn er am besten runterfällt. Für ein leckeres Jaucheküchlein. In den Siff springe ich jetzt mal nicht runter. Sieht ja widerlich aus. Fragt, welches Schwert ich verwende. Ich glaube, ich verwende das Dunkelschwert. Eigentlich wäre es geschickter, Fackel, wenn schon, in die Offhand zu nehmen, statt die Mainhand zwischendurch zu wechseln. Da war rechts ein Bonfire. Jetzt werden wir ja gleich drum kümmern. Okay. Oh, da sitzt ja auch noch jemand. Okay. Dann machen wir hier eine kurze Pause. Ist eh nicht verkehrt, weil auch der Stream schon wieder spinnt. Ich muss mal gucken, was da los ist. Aber wir machen eine Pause. Das passt ganz gut. Haben auch wieder eine 20, 30 Minuten Folge irgendwas in dem Dreh gemacht. Dann geht's gleich weiter. Hier sitzt ja jemand. Mit der können wir mal reden. Dann gucke ich mal, wo draußen der Weg genau lang führt. Hier ist eine Leiter. Okay, ich würde gerade sagen, ist das nur Schmuckwerk? Nee, ist eine Leiter. Also genug zu tun.
Und was wir alles genau erleben, seht ihr dann in der nächsten Folge von Dark Souls 3. Bis dann.